Hier erklärt Frau Baerbock zusammen mit der Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze, was unter feministischer Außenpolitik zu verstehen ist. Wenn wir ein Dorf unterstützen, was wieder aufgebaut wird in Nigeria, wenn man zum Beispiel die Sanitäranlagen plant, wenn man nach dem Geruch geht, könnte sie man am Rande des Dorfes planen. Wenn man sich aber fragt, was bedeutet es für ein 10-jähriges Kind, nachts diese Sanitäranlagen zu erreichen oder für eine Frau, dann trifft man die Entscheidung vielleicht nicht für die Lage am Rande des Dorfes. Also ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich den Clip zum ersten Mal sah. Ist das nicht, wie soll ich sagen, ein wenig rassistisch? Weil die Schwarzen in Nigeria nicht wissen, wie man Toiletten baut, hilft ihnen jetzt das Auswärtige Amt natürlich gendergerecht? Also, sie sind in Nigeria nicht nur zu dumm, ein WC zu bauen, sie haben auch keine Ahnung, was die Bedürfnisse von Frauen angeht.